Dingen diejenigen, die. Genau, jetzt kommt der Hinweis und ich will das auch nochmal sagen. Wir wollen diese Veranstaltungsreihe, es gibt ja mehrere zum Thema sozialpolitische Themen und wir sind hier im Bildungsbereich. Bildungspolitik ist immer auch Sozialpolitik, dann auch als Video zur Verfügung stellen und die Aufnahme hat gerade begonnen. Im Bild zu sehen sind jetzt die Referentinnen, die wir für heute gewinnen konnten und ich bin sehr dankbar, dass Sie diese Zeit zur Verfügung stellen und mit Ihren Beiträgen unsere Veranstaltung bereichern. Und wir haben verschiedene Ebenen hier zusammengeführt. Ich möchte Anke Stahr begrüßen von der Landeselternkonferenz, die sehr viele Rückmeldungen zu diesem Thema erhalten hat schon und wo das ständig bei ihr aufschlägt. Wir sind da im intensiven Austausch miteinander, um zu gucken, was tut sich eigentlich in den Schulen vor Ort? Wo sind die Problemlagen? Wir sind in einem riesen Graubereich. Ich begrüße ganz herzlich Eva-Maria Thoms von Mittendrin e.V., die vor allen Dingen auch immer konsequent uns mahnt, den Blick auf das Thema Inklusion, gemeinsames Lernen zu legen und auf die Verschiedenheit und die Heterogenität insgesamt und wie das eigentlich berücksichtigt wird bei all dem, was an Entwicklung notwendig ist und an zu setzenden Rahmenbedingungen. Und beim Stichwort Rahmenbedingungen, da bin ich auch schon bei Pia Amelung vom Städtetag. Da sage ich ganz herzlichen Dank, die als Kommunal, aus der Sicht des Kommunalverbandes die Dinge auf den Punkt bringen kann und das in den Anhörungen im Landtag auch immer sehr gut tut. Also die Fragen Standards, was ist denn jetzt eigentlich schulische Ausstattung und wie ist das Ganze, wie geht das Ganze vonstatten? Das ist ein Thema, was durch die kommunalen Spitzenverbände und eben auch den Städtetag immer sehr konstruktiv beraten wird, aber wo es wenig Antworten dazu gibt. Und Dagmar Becker als Beigeordnete aus Solingen berichtet aus der Praxis, operativ. Wie kriegen Sie das hin? Wo liegen die Problemlagen? Und wie kommt das Ganze jetzt eigentlich zueinander, wenn man die Anforderungen, die Rückmeldung der Elternschaft hat, die Anforderungen aus der Schule und eine Beigeordnete hatte mit der Schulverwaltung kommunal, das Ganze dann zu regeln? Als erstes möchte ich aber das Wort an Richard Hein geben, weil er in seiner Tätigkeit nochmal einen ganz anderen Blick darauf hat. Ihn bewegt nämlich das Thema Bildung in der digitalen Welt ganz besonders. Und da sind es nicht nur die Ausstattungsfragen, da ist auch die Frage, was ist für ein zukunftsfähiges und zukunftsorientiertes Lernen eigentlich notwendig? Wie muss das aufgesetzt sein? Wir diskutieren aus Notsituationen heraus und ohne die Pandemie wäre, glaube ich, in den Schulen immer auch noch digital nicht so viel passiert. Ich will es mal ganz, ganz vorsichtig formulieren. Dass das Geld in die Hand genommen worden ist, ist gut, aber es reicht nicht aus. Und die Frage, wie muss das Ganze angelegt werden? Sein Arbeitsplatz ist beim Learning Lab. Und vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was das ist, wo man dich findet und dann mit dem ersten Beitrag dann den Aufschlag heute machen. Vielen Dank, dass du dabei bist. Gerne, dann starte ich auch erstmal. Ja, ich finde das ein ganz wichtiges Thema und von allen Dingen ein Thema, was, finde ich, in den letzten zwei Jahren nochmal viel, viel wichtiger geworden ist, weil wir gesehen haben, dass wir in Deutschland aus diesem, wir probieren da mal so ein bisschen was aus so einem Pilot- oder Projektstatus mit dem Digitalen raus müssen und sagen müssen, das muss was Kontinuierliches werden. Finden tut man mich unter learninglab.de, da findet man alles an Informationen. Wir sind eine Ausgründung der Universität Duisburg-Essen, des Lehrstuhls für Mediendidaktik und Wissensmanagement von Professor Kerris und versuchen Bildungseinrichtungen entlang der ganzen Bildungskette, also von der Kita über die Schule bis Hochschule und Erwachsenenbildung, auf diesem Prozess zu begleiten. Was muss ich da eigentlich gestalten in Kitas, Schulen, Hochschulen? Und tatsächlich ist es nicht nur die Ausstattung, sondern die Frage ist ja, was macht das insgesamt mit einer Bildungseinrichtung und wie muss ich Bildung gestalten? Da könnte man jetzt viel drüber reden. Ich will mit Blick auf die Lernmittelfreiheit einfach nur ein paar Punkte betonen, was wir dauerhaft brauchen. Bildungswissenschaft hat das schon lange gesagt und wir haben uns da immer so ein bisschen drum rumgemogelt, ist tatsächlich eine echte
qualitativ hochwertige 1:1-Ausstattung der Kinder. Jedes Kind muss zwangsläufig und immer nicht mit einem digitalen Gerät arbeiten, aber immer dann, wenn es für sein Lernen hilfreich ist, darauf zugreifen können. Und ein jederzeit heißt eben nicht nur dann, wenn der Lehrer es in die Klasse trägt oder wenn es das in der Schule für den Unterricht zur Verfügung gestellt bekommt, sondern auch im Ganztagsbereich, im Nachmittagsbereich und zu Hause. Und beim Zuhause geht es dann natürlich auch deutlich über das einzelne Gerät hinaus, sondern das ist natürlich auch die Frage, was nützt mir ein Tablet oder ein Laptop, wenn ich zu Hause keine vernünftige Internetanbindung habe. Die gehört also auch dazu. Warum brauchen wir so eine 1:1-Ausstattung? Weil es einfach immer mehr darum geht, wenn man auch sich sowas wie den OECD-Lernkompass anguckt, wo wollen wir perspektivisch mit Schule und Bildung hin, dass eben nicht Schülerinnen und Schüler dem Fahrplan einer Lehrkraft folgen, sondern eben auch selbst organisiert, selbst gesteuert lernen können. Und es gibt so ein paar Leute gerade hier, die machen irgendwas mit den Händen. Wahrscheinlich gibt es Leute, die machen gerade sich Notizen in einer App auf dem Laptop. Andere machen das mit Papier und Bleistift. Und genau das ist auch das, was wir Schülerinnen und Schülern zugestehen müssen. Auch wenn wir wollen, dass Schüler sozial- und Zukunftskompetenzen erwerben, wo es eben auch darum geht, eben nicht nur Stoff sich drauf zu schaffen, sondern eben auch zu lernen, wie kann ich problemorientiert arbeiten, wie kann ich kooperativ in Gruppen arbeiten, komme ich um das Digitale eigentlich nicht mehr herum. Und das geht eben auch nur dann, wenn ich gut ausgestattet bin. Stefan Aufenlanger hat es mal so schön gesagt, es nützt mir nichts, wenn ein Lehrer in die Klasse käme und sage würde, wir schreiben heute, ich habe uns auch einen Stift mitgebracht. Genauso ist das auch mit den digitalen Medien. Ganz wichtig, was den sozialen Ausgleich angeht. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Klassen, Laptop-Tablet-Klassen erlebt, die nur möglich waren, weil das über eine Elternfinanzierung passiert ist. Da gibt es keine Verpflichtung, das muss freiwillig sein. Das ist in vielen Fällen auch im Konsens passiert. Und man muss eigentlich den Schulen dankbar sein, die das ausprobiert haben, die damit letztendlich auch neue Formen des Lernens entwickelt haben. Aber das führt natürlich auch dazu, dass wir eine ganz starke Differenzierung haben. Es gibt dann auf einmal die tolle Laptop-Klasse in, ich sitze in Köln-Rodenkirchen, aber in Köln-Chorweiler sieht das ganz anders aus. Wir haben ein großes Projekt in der Stadt Duisburg gemacht, wo wir Schulen seit vielen Jahren begleiten und damals dieses Konzept Bring Your Own Device eingeführt haben. Das heißt, die Kinder dürfen das, was sie mitbringen, auch nutzen. Und auch da sehen wir, wie dann eine Schere aufgeht und eben in manchen Schulen, in manchen Stadtteilen die Kinder ganz wunderbare Geräte mitbringen und andere bringen das Smartphone mit, das ganz schnell an Grenzen kommt. Das heißt, wir brauchen eine 1:1-Ausstattung und wir müssen sie so abfedern, dass das alle Kinder erreicht und nicht nur die Kinder, deren Eltern sich das leisten können. Und einen letzten Satz zum Thema Nachhaltigkeit. Wir erleben im Moment sowohl über die Digitalpaktmittel als auch über die Corona-Maßnahmen jetzt das irre viele Geräte in die Schulen gespült werden, dass da zum Teil auch gerade die in sozial schwieriger Lage besonders berücksichtigt werden. Da ist die Frage des Supports an den Schulen völlig ungeklärt. Das nützt mir nichts, wenn da kistenweise Geräte stehen und keiner weiß, wie er sie administrieren soll. Und vor allen Dingen sind das Geräte sind in 3, 4 Jahren wieder weg. Und dann ist die Frage, was passiert danach? Das, was wir jetzt haben, das muss grundlegend was am Lernen ändern können und das braucht Kontinuität und Nachhaltigkeit. Das vielleicht als ganz wenige Schlaglichter für den Anfang. Ganz herzlichen Dank, lieber Richard. Du hast ja auch schon das ganze Feld aufgemacht und ich will gleich mal den Ball an Anke Stahr geben. Aber vorher will ich noch verraten, wer sich eigentlich hinter Veranstaltung Grüne versteckt. Denn das ist kein anonymer Account. Das ist Dr. Katrin Scharf, auch wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Grünen Landtagsfraktion, die sich speziell auch mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt und die gerne auch den Chat beobachtet. Sie hat da schon eine kleine Bemerkung reingeschrieben und dann Fragen, die dort auftauchen, dann auch nochmal in die Runde einspeisen kann und darauf aufmerksam macht, wenn wir da entsprechende Hinweise haben. Ein Hinweis auf ein Papier zur BR.
BNE ist ja schon eingegangen. Ja, liebe Anke, was läuft bei dir eigentlich so auf? Die Frage zur Verfügung gestellte Geräte will ich gerade mal fragen. Ist das auch schon bei dir angekommen? Ich kriege Problemanzeigen, dass Eltern sagen, mein Kind darf die gar nicht mit nach Hause nehmen, zum Beispiel. Versicherungsfragen. Wer hat überhaupt ein Gerät? Das sind nur ganz wenige Punkte, aber du kannst sicherlich einen großen Strauß aufmachen zu Rückmeldungen zu den Geräten, die zur Verfügung gestellt worden sind und eben den Fragen, den Bedarfen insgesamt, weil in der Lernmittelfreiheit kann man digitale Endgeräte nicht abbilden. Ja, liebe Sigrid und Anna, ja, liebe Zuhörer und Teilnehmer, ja, erstmal herzlichen Dank, Anna, dass wir Anna, dazu Stellung ziehen können. Es ist tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren uns ganz viel damit auseinandergesetzt haben, Anna, viele Veranstaltungen dazu Anna, besucht haben, die einen bunten Blumenstrauß aufmachen. Und gerade die Pandemie hat natürlich jetzt so einen Anschub gegeben, dass digital doch deutlich mehr an Bedarf Anna, festgestellt wird im Schulleben. Leben, aber auch gleichzeitig die Bildungsgerechtigkeit in Frage gestellt. Und das wirkt sich hinsichtlich dessen aus, dass es natürlich wichtig ist, dass da Mittel reinkommen und dass Schule endlich losgelöst von Liquiditäten agieren kann. Und das bedeutet aber auch, dass ich grundsätzlich erstmal den Grundbedarf aller im Blick nehmen muss. Und da kann es für uns eben nicht sein, dass der Grundbedarf ist, dass ich nur Lehrkräften ein Lehrmittel zur Verfügung stelle, sondern dass das ebenso auch für die Schülerinnen und Schüler der Fall sein muss. Und da sind wir ganz schnell immer wieder in unseren Diskussionen bei Thema Lehrmittelfreiheit angekommen, weil wir grundsätzlich feststellen müssen, dass eigentlich doch erstmal grundsätzlich jetzt ermittelt werden müssen, was ist denn eigentlich der Gesamtbedarf einer Schule? Weil wir erleben ja auch im ganz normalen Betrieb davor, dass die Ausreizung des Begriffes Lernmittelfreiheit oder Eigenanteil ja durchaus schon lange nicht mehr der Realität entspricht. Dass wir weit über das, was 12,80 Euro Grundschulen oder 36 Euro oder 38 Euro in den weiterführenden Bereich hinaus notwendig ist und die Ermittlungen, die sich da schon 2008 ergeben haben, die nicht nur wir, sondern im Anschluss auch nochmal andere Landesverbände gemacht hatten, haben ganz deutlich gezeigt, dass wir eigentlich schon mindestens bei einem Eigenanteilsbedarf von 50 Euro inzwischen angekommen sind, ohne dass wir die Schulfördervereine da hinzunehmen, bis aber auch an weiterführenden Schulen im Gymnasialbereich durchaus sogar Beträge von 180 bis 250 Euro feststellen konnten. Das streiten wir schon seit Jahren darum und sagen, das ist ganz unehrlich geführte Diskussion. Wir müssten eigentlich mal auf den Grundbedarf gucken und wenn jetzt noch die eine digitale Ausstattung dazukommt, erhöht sich das um ein Vielfaches. Grundsätzlich sind wir aber der Auffassung, dass es dort rein gehört, damit wir überhaupt noch sozial gerecht agieren können und dass das Mittel so zur Verfügung gestellt wird, dass es natürlich auch mit nach Hause genommen werden kann, weil es ein Lernmittel ist, was ich brauche und was ich benötige in den Schulen. Und das hört dann nicht auf, dass ich es immer wieder abgeben muss. Es ist nicht nur so, dass ich es nicht nutze, können, sondern dass viele Schüler das tatsächlich abgeben mussten und dass es in vielen Fällen jetzt, weil eben nicht alle gleich ausgestattet sind und weil es einen Teil der besonders Bedürftigen bekommen hat, aber darüber hinaus, die so an der Grenze schrappen eben nicht und vielleicht die ein oder anderen noch Glück hatten, von Mama oder Papa ein Gerät zu bekommen, jetzt in der Schule aber nicht zur Verfügung haben, also in der Schule selbst jetzt gar nicht mehr damit weitergearbeitet werden kann und somit wieder ruhend in irgendwelchen Schränken liegt. Das gelingt den Schulen unterschiedlich gut. Tatsächlich hast du das angeführt, dass manche Schulen tatsächlich geglaubt haben, sie könnten über einen Schulkonferenzbeschluss beschließen, dass alle anderen Eltern das zwangsweise anzuschaffen haben. Das gibt sogar Kommunen, die das gemacht haben und gemeint haben, sie könnten dann den Griff in der Tasche der Eltern ist einfacher, als sich damit auseinanderzusetzen, dass wir eigentlich eine Strategie brauchen, die das sozialgerecht allen ermöglicht und das nicht heißen kann, ich muss mich hier jetzt nackig machen als Elternteil und muss dann eben zwangsweise so ein Gerät kaufen, was dann eben auch noch
unversichert bleibt. Und auch die Ausgabe der Geräte, die wir dann erlebt haben, hat immer wieder die Frage aufgeworfen, weil es dann verlangt wurde von vielen Kommunen, dass Eltern einen sogenannten Haftungsvertrag unterschreiben. Falls irgendwas mit dem Gerät passiert, müssten sie auch dafür haften. Jemand, der kein Geld hat, der kann auch keine Haftpflichtversicherung dafür abschließen und der kann letztendlich auch dafür nicht haften. Also das ist immer wieder ein großes Thema gewesen, dass wir gesagt haben, das ist nicht bis zum Ende gedacht, sondern wir müssen das so gucken, dass es eben wie ein Schulbuch behandelt wird und dort, wo es dann eben abhanden kommt oder defekt ist oder ähnliches, wir über eine Refinanzierung sprechen müssen, die gesichert sein muss. Was uns bei diesem ganzen Thema natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, ist immer wieder der Support. Also auch bei dem Support der Geräte ist es so, dass wir sagen, das kann nicht abhängig gemacht werden von der Kommune und das darf auch nicht dass es ein oder zwei verfügbare Personen, je nach Kommunengröße sind, wo Schulen dann darauf warten müssen, wann kann jemand kommen und uns hier vor Ort helfen, sondern wir sind der Meinung, dass Digitalisierung inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass an allen Schulen verbindliche Supportkräfte da sein müssen, aber bitte nicht Lehrkräfte. Also wir brauchen die Lehrkräfte zum Lehren und wir brauchen dann die Spezialisten und die Fachkräfte in Schulen, damit sie dann auch tatsächlich dort verfügbar sind und eben dann gucken können, wenn irgendwas nicht läuft. Das ist ja auch so ein Thema, der auch nochmal zu Haftung, Versicherung und Laufen, ne? Also wenn ich dann jedem sage, du kannst nur dein eigenes Gerät, dann kratzt das auch wieder an. Wir wissen selbst, dass Elektronik empfindlich und anfällig ist und da kann es eben nicht sein, dass Eltern dann, wenn ein Gerät nach 2 Jahren aufgibt, dann schon wieder genötigt werden, eine volle Leistung zu erbringen. Also das macht nochmal deutlich, warum das in Lernmittel rein muss, dass es grundsätzlich zur Verfügung steht, dass alle teilhaben können. Zu den Anpassungen dessen, was an Programmen ist, da wird bestimmt gleich die Eva nochmal was zu sagen, weil wir da nämlich eine Vielfalt zu berücksichtigen haben, sodass wir auch inklusiv mit den Geräten arbeiten können. Und das will ich mal aussparen, Anna. Was die Nachhaltigkeit angeht, ja, das ist für uns auch ein ganz großes Thema, hat aber auch wieder was damit zu tun, wie halte ich das im Laufen? Und weil Nachhaltigkeiten haben wir zum Beispiel jetzt am Anfang der Pandemie immer wieder gesagt, muss es Apple sein? Müssen alle das Apple-Gerät haben? Oder geht es auch an einigen Punkten, gerade was das Zuhause, das Homeoffice anging, nicht auch so, dass wir viel mehr gucken müssen, was haben wir denn für Geräte? Wie können wir die wirklich langfristig nutzen? Wie können wir auch Familien vielleicht unterstützen mit der Aufarbeitung von Altgeräten, die nicht unbedingt als Schulmittel, aber zumindest mit Erreichbarkeit sichergestellt werden. Also auch da würden wir uns wünschen, deutlich noch mehr zu gucken. Und zum Schluss würde ich gerne auch noch mal den Bereich Gesundheitsschutz aufmachen. Also für uns wird viel zu wenig darüber gesprochen. Was ist denn der Zeitrahmen? Wie viele Stunden können denn Kinder eigentlich davor sitzen? Was ist denn mit, wie in der Arbeitswelt, mit einer Sitzhaltung, Bildschirmschonung, angepasste Arbeitszeiten. Was tun wir da eigentlich? Ne? Lassen wir die Kinder jetzt 6 oder 8 Stunden nach vorne gebeugt auf so ein Tablet gucken? Ne? Brauchen wir entsprechende Tastaturen dafür? Na, das heißt also der Thema Gesundheit und gesundes Arbeiten und wie lange mache ich das und wie ist das denn eigentlich, wenn ich auf kleine Monitore ständig starre? Das ist gar nicht, da haben wir noch gar nicht angefangen, darüber zu diskutieren, dass das auch ganz wesentlich ist, an die Hand zu geben, darüber zu informieren, zu schauen, was ist denn da eigentlich wirklich gut und nicht hinterher im Nachgang zu sagen, ach, das haben wir damals gar nicht beachtet und heute haben wir ganz viele Folgeprobleme und auch gesundheitliche Probleme vielleicht, die hätten wir vielleicht auch im Vorfeld mal diskutieren müssen und gucken müssen, wie ist das denn mit der Gesundheit unserer Kinder? Und dann kommt man letztendlich auch auf Inhalt, was ist denn eigentlich wirklich ein guter Digitalunterricht? Was gehört denn eigentlich dazu? Und wie sehen denn da die Programme aus, wie angepasst sind sie, aber wie kritisch wollen wir Kinder denn damit erziehen, mit dem Medienumgang und wie kritisch soll denn der Umgang des Ganzen sein? Das sind alles solche Fragen, die für uns viel breiter noch diskutiert werden müssen und wo wir schauen müssen, wie wir dann digitale, gesunde Schulen mit gesunden Kindern und gesunden Lehrkräften haben, sodass wir dann auch tatsächlich zukunftsorientiert digitale Sachen gut nutzen können.
Vielen Dank. Also das macht schon mal sehr deutlich, wie breit der Bogen zu spannen ist und dass es nicht einfach bei dem Paragraphen 96 bleibt, dass sehr, sehr viel zu bedenken ist. Ich frage jetzt mal Eva-Maria Thoms, wie sieht es denn aus mit Heterogenität, das auch in der Frage Bildung in der digitalen Welt zu berücksichtigen und was läuft jetzt bei euch an Problemen auf? Und es kam jetzt gerade auch schon der Hinweis, geht ja nicht nur noch, auch nicht nur um Hardware, es geht auch um Software und auch entsprechende Dinge und vielleicht auch Zusatzgerätschaften, die noch da sind. Und was bedeutet das für Kinder mit unterschiedlichen Handicaps, auch in schwierigen sozialen Lagen, ihrem Handicap, was dadurch ausgelöst ist, Sprachbarrieren? Welche Anforderungen gibt es aus eurer Sicht? Also von uns aus auch ganz klar das Plädoyer, wenn wir digitale Medien, wenn wir Medienkompetenz in den Schulen sozusagen zum Lerninhalt machen und dann auch Medien als Werkzeuge benutzen wollen, um zu lernen, dann müssen eigentlich die entsprechenden Endgeräte Ausstattung der Schulen sein. Es kann definitiv nicht sein, dass jeder Schüler sein eigenes von zu Hause mitbringt, die dann alle unterschiedlich sind. Es geht ja auch noch um Programme und wo dann niemand weiß, wer ist denn berechtigt, das zu warten und die System und sozusagen die Systemadministration dann auch nicht funktioniert. Also die Grundlage müsste eigentlich sein, dass tatsächlich die Schulen das betreiben. Das heißt, die Schulen jedem Schüler das Gerät zur Verfügung stellen, dass es in der Schule gewartet wird, dass es in der Schule einen Systemadministrator gibt, damit das Ganze auch läuft. So, und ich würde mich dem auch anschließen, dass das keine Lehrer sein sollten. Das sollten erstens Fachleute sein und zweitens haben Lehrer eben eine Expertise, auf die wir gerade im Moment, nirgendwo verschleudern sollten. Also Lehrer sollten Unterricht machen und Systemadministratoren, also IT-Leute, sollten halt das System administrieren. Wir haben natürlich die Situation, das merken wir im Moment ja auch, viel an den Schulen des gemeinsamen Lernens, aber auch an den entsprechenden Förderschulen, in den Förderschwerpunkten Lern- und Entwicklungsstörungen haben wir, weil die eben so konstruiert sind, wie sie konstruiert sind, jede Menge Kinder mit, aus schwierigen Lebensverhältnissen. So, und da ist eben genauso das soziale Problem, wenn es dann darum geht, irgendwie die Eltern sollen die Geräte anschaffen. Das kann man vergessen. Dann kann man also sagen, wir machen hier tolle digitale Bildung und diejenigen, die es auch ganz bestimmt bräuchten, weil sie es von zu Hause nicht mitbekommen, die werden es dann nicht bekommen. Es fällt einfach aus. Das Gerät ist nicht da, das Gerät ist kaputt, das Gerät hat der Bruder eingesteckt und so weiter und so fort. Das heißt, das ist natürlich eine ganz wichtige Grundlage. Dann geht es aber tatsächlich, und da möchte ich bei Anke Starr anschließen, um die Frage, wie gestalten wir denn eigentlich Unterricht mit diesen Geräten? Was wollen wir denn damit überhaupt anfangen? Und ich glaube, da ist auf der einen Seite noch ganz viel Luft nach oben für den ganz normalen, nicht inklusiven Unterricht, weil es eben auch ganz viele Lehrkräfte gibt, die natürlich, weil es die Anforderung niemals war, noch relativ wenig und statische Ideen haben, wie man mit den Geräten im Unterricht arbeiten kann. Und zwar nicht nur im Fernunterricht, jetzt pandemiebedingt, sondern wenn das Zukunft haben soll, dann muss das ja im Präsenzunterricht ebenfalls verwendet werden, auch damit man in weiteren Phasen von Distanzunterricht dann sozusagen anschließen kann. Und das noch größere Problem ist für Schüler, vor allen Dingen für Schüler im zieldifferenten Bereich, das heißt mit Bildungsgang geistige Entwicklung, ja, da hört es dann schon auf. Das ist dann ein ganz großes schwarzes Loch. Ich erinnere mich an den Anfang der Pandemie, als in mehreren Zeitungen Schulleiter zitiert wurden mit der Aussage, dass man diese Kinder noch gar nicht auf Distanz unterrichten könne. So, und das ist schon eine sehr wichtige Aussage, weil die Ausdruck dessen ist, dass man offensichtlich in den Schulen bisher davon ausgegangen ist, dass digitale Bildung für Kinder mit diesen Förderschwerpunkten überhaupt gar nicht stattfinden muss. Das heißt, was wir erleben in den Schulen ist, dass es gibt schon mal hier und dort Tablets, da wird dann auch mal ein Lernspiel angemacht für ein Kind, aber tatsächlich mit solchen Medien umzugehen, vielleicht eine E-Mail zu schreiben, ganz wichtig übrigens, Google Maps zu lernen, das ist lebensentscheidend, wenn die Kinder das lernen würden, lernen sie aber in der Schule nicht.
oder aber auch im gemeinsamen Lernen, Kinder eben mit solchen Lernvoraussetzungen auch in gemeinsame Projekte einzubinden. Das heißt, auch denen beizubringen, wie kann ich denn eventuell im Internet mal was recherchieren. Das läuft bisher nur dort, wo es super tolle Kolleginnen und Lehrer gibt, die eben dann zusätzlich noch auf dem Stand der Technik sind. Das heißt, es ist eine Riesenentwicklungsaufgabe, von der ich, sagen wir mal, in der Diskussion im Land bisher überhaupt nicht mitkriege, dass die überhaupt bedacht wird. Ein Punkt war mir noch wichtig, nicht, dass ich ihn vergesse. Ja, dass natürlich sozusagen zu einer digitalen Medienstrategie in Schule deswegen ein Fortbildungsprogramm für Lehrer gehört. Und was in der gesamten Digitaldiskussion habe ich immer den Eindruck, alle reden über die Hardware, aber wir reden viel zu wenig darüber, was wir eigentlich damit anfangen wollen. Und das ist mir halt sehr wichtig. Zu Logineo möchte ich noch sagen, was uns schon relativ entsetzt hat, ist, dass es uns zunächst als barrierefreie Plattform verkauft wurde, bis dann die Selbstvertretung der blinden Menschen gesagt hat, Moment, das ist doch gar nicht barrierefrei. Daraufhin wurde dann gesagt, ja, da würde man dran arbeiten. Also mein aktueller Stand ist nicht, dass ich da schon viel getan hätte. Wo ich dann auch denke, ja, wenn wir jetzt schon so eine Lernplattform auflegen, kann man da nicht bitte mal die Barrierefreiheit von vornherein mitdenken? Damit es dann auch gelingt, wäre toll. Das war's von mir. Danke. Vielen Dank, Eva-Maria. Das ist ja ein Punkt, da wird ja sehr deutlich, also es geht alles ineinander. Also da kann man jetzt sagen, Qualitätsfragen da rein des Unterrichts, dann kommt die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte da rein. Da könnte jetzt Pia Amelung vom Städtetag sagen, geht uns ja gar nichts an eigentlich. Wir müssen irgendwie mit der Ausstattung Anteile sind, braucht es nicht eigentlich eine ganz andere Vereinbarung über die Aufgabenteilung von Land und den Kommunen, denn fusseln. Und die Frage, was ist denn eigentlich Standard? Ist das inzwischen Land geklärt? Ich grüße Sie in die Runde, die lieben Zuschauerinnen und Zuschauer und die Diskussionsteilnehmer. Ich hoffe, ich habe Sie, Sigrid Bär, jetzt akustisch richtig verstanden. Irgendwie hatte ich einen Wackler drin und bin mir jetzt nicht sicher, ob es an mir liegt, aber die anderen nicken, wenn Sie noch mal Ihre Frage noch mal stellen könnten. Okay, sorry, hat sich hier bei mir nicht so niedergeschlagen, dass das instabil war. Da geht ja ganz viel ineinander. Qualitätsfragen, ja. Inhaltliche Fragen, Bildungsfragen und dann die Ausstattungsfrage. Da müsste man ja eigentlich könnte der Städtetag jetzt sagen, ja, was geht es uns an? Wir kümmern uns vielleicht maximal um die Ausstattung. Muss man sich nicht auf eine ganz andere Aufgabenaufteilung und Kooperation verständigen mit dem Land in diesen Fragen der Digitalität? Und wie ist denn eigentlich der Sachstand da? Gibt es auch schon einen Standard für die Ausstattung von Schulen? Also genau, es klang ja schon sehr deutlich an der Stelle an. Die Thematik ist komplex. Wir haben eben nicht die Situation, dass man sagen könnte, wir können jetzt sagen, ach ja, den Teil, den machen jetzt die Kommunen, da geht es rein um die Investition, ein bisschen Betrieb und Support, Wartung und dann haben wir die inneren Schulangelegenheiten, Pädagogik, wir bieten ein paar Fortbildungen an und dann würden wir die Herausforderungen irgendwie in den Griff bekommen. Also ich überspitze das an der Stelle, weil allen ja auch klar ist, das ist mitnichten mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, wie wir sie vorfinden, mit der Situation, Trennung, inneren, äußere Schulangelegenheiten, die Thematik ist an der Stelle nicht zu lösen. Es ist klar, die Digitalisierung ist ein Modernisierungsprozess. So, und wir werden nicht den Punkt erreichen, dass wir sagen, damit sind wir in 5 Jahren durch. Dann haben wir die Arbeit erledigt und können dann irgendwie entspannt Schule weitermachen,
sondern es wird, das ist ein Bereich, der wird durchlaufen, und das klang eben auch an, es geht um Nachhaltigkeit, oder darum muss es gehen, es geht um die Fragen von Strukturen, wie legen wir die an, dass auch so ein Schulsystem mit Blick auf die Digitalisierung krisenfest ist. Die Pandemie wurde eben auch nochmal angesprochen, weil die Pandemie ja eben ganz deutlich gezeigt hat, dass wir eben genau mit diesen Strukturen, mit diesen rechtlichen Rahmenbedingungen, Trennung innere, äußere Schulangelegenheiten, wer übernimmt eigentlich welche Kosten, insgesamt nicht weiterarbeiten können. Und die Hoffnung, dass auch nochmal entsprechende Schlüsse aus der Pandemie gezogen werden, sind da. Ehrlicherweise muss man sagen, man sieht sie aber noch nicht. Nochmal so vielleicht konkret auch zum Titel der Veranstaltung mit Blick auf das Schulgesetz in NRW. Da sehen wir es deutlich, es wurde ja auch nochmal angesprochen. Man kann mit Blick auf die Digitalisierung sagen, so ja, es sind einzelne Paragraphen, die man aufgreifen kann. Für uns aus kommunaler Perspektive eben ganz klar Paragraph 79, die Frage der Sachausstattung, da spielt die Digitalisierung keine Rolle. Das ist eben eine Ausrichtung, wie sie quasi weit vor der Digitalisierung entsprechend aufgehängt wird. Es ist die große Frage der Lernmittelfreiheit, Paragraph 96, und eben die vielen Aspekte, die hier auch schon deutlich anklangen. Wir brauchen eine Erfassung der digitalen Geräte in dieser Lernmittelfreiheit, um eben auch sozial verträglich dauerhafte Lösungen zu finden. Die sehen wir nicht. Die sind im aktuellen Schulrechtsänderungsgesetz, ist die Digitalisierung quasi nicht existent. Das muss man wirklich einfach mal so sagen. Und das ist klar, dass in den letzten Jahren über den Digitalpakt in einem ersten Schritt erhebliche Mittel geflossen sind von Seiten des Bundes. Dieses quasi, ich sag mal eben, den großen Digitalpakt, das sind für NRW allein, um vielleicht auch nochmal so ein Gefühl dazu für zu bekommen, ungefähr etwas mehr als 1 Milliarde, 1,054 Milliarden. Dann gab es 3 Sonderprogramme zur Ausstattung von besonders bedürftigen Schülerinnen und Schüler in der Höhe von 105 Millionen. Da hat das Land nochmal Mittel dazugegeben, 55 Millionen. Die Kommunen haben noch Eigenmittel da reingesteckt. Das reicht nicht aus. Wir haben gehört, Richard Hein hat gesagt, die Perspektive ist eine 1-zu-1-Ausstattung. Wir operieren hier aber mit Programme, die zunächst einmal versucht, eben besonders Bedürftige in den Blick zu nehmen. Ja, in einem Schritt. Aber wenn man eben in Richtung 1-zu-1-Ausstattung denkt, sind wir an der Stelle meilenweit davon entfernt, in diese Richtung zu gehen. Es gab eben noch weitere Sonderprogramme, auch zur Ausstattung von Lehrkräften, auch nochmal 105 Millionen für NRW und für die IT-Administration, die eben, ich sag mal so, mit Blick auf Wartung und Betrieb ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber ich sage mal, immerhin eben auch ein Schritt, es wurde erkannt, ja, wir brauchen der Mittel, wir brauchen Schnellmittel. Und ein Digitalpakt 2.0 ist angekündigt. Das ist erstmal gut, weil eben klar ist, es gibt einen Anschluss an der Stelle, eine Anschlussfinanzierung. Aber wir müssen uns auch eben nochmals vor Augen führen, es ist ein Programm. Die Frage von dauerhaften Kosten soll eine Rolle spielen. Aber immer, wenn wir in dieser Programmlogik sind, sind wir auch konfrontiert damit, mit bestimmten Rahmenbedingungen, die gesetzt werden. Anke Starr hat es vorhin angesprochen, muss es immer Apple sein? Das ist eine Frage, wo man auch nochmal auf die Rahmenbedingungen gucken muss und sagen muss, ja, wie Förderrichtlinien aufgestellt sind, was ist mit 500 Euro pro Gerät tatsächlich auch am Markt zu bekommen. Da ist Apple die klare Priorität, einerseits aufgrund eben dieser Frage, aber natürlich auch mit dem Punkt einer langfristigen Abhängigkeit. Die Frage kann man durchaus kritisch stellen an der Stelle. Und
ja, eben, ich finde auch nochmal mit Blick auf den Bereich, den auch Eva-Maria Thoms ansprach, die Schulen des gemeinsamen Lernens, Inklusion insgesamt, da sehen wir auch bei all dieser Diskussion um den Digitalpakt, Ausstattung, erst in diesem ersten Schritt bedürftige Schülerinnen und Schüler, eine gewisse Anzahl an Geräten für Lehrkräfte, sehen wir nicht eben einen besonderen Fokus nochmal auf die Frage Digitalisierung und Inklusion. Worin steckt da auch die Chance, eben Lernen eben mit bestimmten Beeinträchtigungen auch nochmal zu fördern, zu stärken? Also nicht nur eben das reine Endgerät an sich, sondern eben auch die Frage von Software. Wo liegen da die Möglichkeiten? Auch der besondere Blick auf die beruflichen Schulen, die Berufskollegs, auch da muss man noch mal genau hingucken, wo steckt da die besondere Herausforderung für bestimmte Ausbildungsberufe. Und da entstehen einfach noch mal unfassbare Kostenblöcke, die wir in der aktuellen Situation mitnichten abgedeckt sehen und wo wir im Stand jetzt auch noch nicht diese Lösungswege erkennen, die wirklich diesen Weg öffnen, dauerhafte Finanzierung, Standardisierung, also eben diese Frage von, ja, was wollen wir mit diesen Geräten im Unterricht, Verbindung, was eben auch schon anklang, mit der Frage von Lehre aus, Fort- und Weiterbildung, was muss an den Schulen vorhanden sein an Kompetenz und Know-how an der Stelle. Und vielleicht noch ein Verweis auch, wo stehen wir da auch so zwischen Land und Kommunen, kommunalen Spitzenverbänden. Das vielleicht auch noch mal so an einem Punkt. Es gibt eine, ja, an einem Punkt erläutert, es gibt die IT-Support-Vereinbarung, die ist aus dem Jahre 2008. Und in der wir quasi auch nochmal so eine Trennung haben zwischen First, Second und Third Level Support. Und der First Level Support liegt quasi beim Land, also am Ende bei den Lehrkräften in den Schulen. Und es ist eigentlich allen klar, das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht bei der steigenden Anzahl an Geräten, Perspektive 1:1 Ausstattung. Da sind sich alle einig. Die Frage ist, wie bettet man das eben gut ein in einer Neuausrichtung von Zuständigkeiten, von Strukturen, gesetzlicher Absicherung und um eben mit dem Ziel dauerhafte Strukturen, Lösungen zu entwickeln. Also sehr, sehr dicke Bretter, die es da zu bohren gilt. Und von daher freue ich mich auch nochmal einfach auf die Diskussion und da im Gespräch zu bleiben und eben zu schauen, was für Schritte sind denn in der aktuellen Situation tatsächlich möglich, auch zu gehen, um so ein Stück weit bei diesem massiven Druck, aber ein Stück weit in die richtige Richtung zu gehen. Herzlichen Dank. Dann will ich ja gleich an Dagmar Becker überleiten und fragen, was würde euch denn erstens helfen, wenn die Lernmittelfreiheit geöffnet wird und genau den bezeichneten Bereich einbezieht? Wie setzt ihr das dann um? Wie löst ihr Versicherungsfragen? Das hat Anke Starr eben angesprochen. Und was erwartet ihr in der Frage Nachhaltigkeit jetzt, wenn ihr so ein System aufsetzt? Welche Erfahrungen habt ihr in Solingen gemacht? Ich glaube, es geht nicht nur mir so. Die Sigrid ist gerade wieder abgehakt, deswegen fange ich einfach mal an. Sie wird ja dann gleich wieder dazukommen. Hallo zusammen. Ja, es ist ja deutlich geworden. Digitalisierung ist ein ganz komplexer Prozess mit vielen, vielen Facetten. Vielleicht mal kurz zu unserer Solinger Historie. Wir sind jetzt nicht mehr Stärkungspaktkommune, dafür geraten wir direkt wieder in die Haushaltssicherung. Also wir müssen wirklich gucken, wie wir das alles mit wenig Geld hinbekommen. Und wir haben zum Glück schon 2016 mit einem umfassenden Digitalisierungsprojekt begonnen. Und geholfen haben dabei diese Mittel Gute Schule 2020, die ja die letzte rot-grüne Landesregierung noch im letzten Atemzug auf den Weg gebracht hat. Das hat uns in Solingen 16 Millionen, also 4 Millionen pro Jahr gebracht. Das war eine wichtige Anschubfinanzierung. Wir haben uns aber auch Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben. Und wir stecken auch ungeheure kommunale Mittel
in diesen ganzen Prozess. Und als dann Corona kam, sozusagen als Brennglas, war es gut, dass wir schon ziemlich weit auf dem Weg waren. Weil das lässt sich nicht von jetzt auf gleich machen. Auch überhaupt nicht damit, dass einfach Geräte in Schulen gelangen. Das hat ja auch der Digitalpakt nochmal gezeigt. Der Digitalpakt hat verschiedene Fördersäulen. Und wir sind nur deshalb so weit, weil wir direkt auch jemand eingestellt haben, zusätzlich, die sich nur mit dem Digitalpakt beschäftigt hat. Und das fängt an mit den Leitungen zur Schule, mit den Leitungen in der Schule, mit dem WLAN und den Geräten in den Schulen und mit der Ausstattung der Schülerinnen. Und das ist ein sehr komplexer und unglaublich auch auf Dauer teurer und kostspieliger Prozess, den wir stemmen müssen, auch als Kommunen ohne Geld. Und wenn einem dann noch Bildungsgerechtigkeit wichtig ist, dann wird es ja auch nicht einfacher. Also wir haben dann im Sommer auch Geräte angeschafft für bedürftige Schülerinnen. Das ging von der Finanzierung über die Landesfördermittel hinaus. Die Pia Amelung hat ja geschildert, welche Fördermöglichkeiten es gegeben hat. Und wir haben die Hälfte dieser 3.200 Geräte mit einem sogenannten Zellularanschluss ausgestattet. Weil es ist ja so, auch wie die Vorrednerinnen schon gesagt haben, die Ausstattung der Kinder zu Hause ist ja überhaupt nicht gleichermaßen gewährleistet. Und es ist auch gar nicht mal selbstverständlich, dass alle WLAN-Zugang haben, der aber ja auch gebraucht wird beim digitalen Unterricht und beim Wechselunterricht. Also ist das auch nochmal unbedingt erforderlich, darauf zu gucken. Es braucht, und auch das ist schon gesagt worden, es braucht unbedingt Standardisierung, weil sonst kann ja gar nicht vernünftig unterrichtet werden. Und wir haben zum Glück vor Ort zwei Projektschulen, eine Grundschule und ein Gymnasium. Die sind sehr weit und die arbeiten auch mit sogenannten iPad-Klassen. Ich will jetzt keine Werbung für Apple machen, aber wir sind letztlich bei iPads gelandet, weil die Lehrkräfte sagen, das ist das System, mit dem sich am praktikabelsten unterrichten lässt. Die Geräte sind stabil und wir brauchen doch einheitliche Systeme. Weil es kann doch nicht sein, dass beim Schulwechsel wieder die Neuanschaffung ganz anderer Gerätschaften erforderlich ist. Und was auch wichtig ist, ist in der Praxis, dass es jetzt Modelle gibt, elternfinanzierte iPads. Also ich nenne mal die Zahlen für Solingen. Wir haben 41 Schulen. Wir haben circa 2000 Schülerinnen und es muss ja jeder Jahrgang auch neu ausgestattet werden, gleichermaßen mit Geräten. Da kann es, das ist ja auch gesagt worden, da darf es keine Unterschiedlichkeit geben. Und wenn wir alle, es gab natürlich auch entsprechende Anträge in den Ausschüssen, wenn wir alle Schülerinnen ausstatten würden, würde uns das 14 Millionen Euro kosten. Die haben wir überhaupt nicht. Also sehr deutlich wird, welche dauerhaften Ewigkeitskosten entstehen. Und Sigrid, jetzt zu deinen Fragen. Was ich erwarte, ist, dass es endlich Modelle zuverlässiger Finanzierung der Digitalisierung gibt. Das kann nicht sein, dass es in der Projektfinanzierung bleibt. Und alle wissen, welche dauerhaften Ewigkeitskosten da entstehen. Das ist unbedingt notwendig, dass der 96 Schulgesetz geändert werden muss, ist auch schon gesagt worden. Wir brauchen Modelle der elternfinanzierten Ausstattung. Anders halte ich es nicht für finanzierbar, um wirklich in das digitale Zeitalter jetzt einzusteigen. Das gibt sehr viele Diskussionen, auch mit, die Elternvertreterin schüttelt den Kopf, es gibt sehr viele Diskussionen, aber also wenn Sie in der Kommune ohne Geld wären und wollten alle Kinder ausstatten, wie würden Sie es machen ohne Geld? Und da kann man die Forderung an Land und Bund stellen, das tun wir auch, aber solange da nichts kommt, und das ist im Moment der Fall, muss man ja trotzdem weiterkommen.
Also muss ich vor Ort praktikable Lösungen finden. Wir haben jetzt gerade, weil wir die Digitalpaktmittel ausgeschöpft haben, aus kommunalen Mitteln stecken wir nochmal Hunderttausende in die Ausstattung für die Geräte in den Schulen, was wir uns eigentlich gar nicht leisten können. Aber wir müssen noch weiterkommen in diesem Thema. Und ich erwarte unbedingt und dringend, Sigrid, dass sich da endlich was tut. Und da müssen Bund, Land und Kommunen zusammenwirken. Das zeigt auch nochmal, dass die überkommenen Regelungen von Bundes- und Landesfinanzierung oder auch von inneren und äußeren Schulangelegenheiten nicht mehr passen. Das zeigt sich ja gerade auch beim Thema Digitalisierung. Und ja, wie gesagt, es ist ein umfassender und komplexer Prozess. Wir haben übrigens anfangen müssen, damit auch die einzelnen Schulen zu begehen und zu gucken, wie ist denn hier die Elektroausstattung? Damit fängt es ja schon an. Man muss ja gucken, dass es stabile Leitungen gibt, dass es genügend Steckdosen gibt, dass die Stromversorgung stimmt. Da sind ungeheure Detailfragen zu klären. Wir haben selber ein Gutachten in Auftrag gegeben, damit als Corona-bedingt dann Wechsel- und Distanzunterricht erforderlich waren, dass Teams genutzt werden konnte, weil auch dafür gibt es keine Rechtssicherheit für den Datenschutz. Teams ist aber praktikabel, damit konnte unterrichtet werden. Auch das fehlt. Und was auch schon angesprochen worden ist, ist, dass es natürlich eine Fortbildung für Lehrkräfte geben muss, weil auch da ist die Affinität sehr unterschiedlich. Und das kann ja auch nicht von der Affinität der einzelnen Lehrkräfte abhängen, wie der digitale Unterricht läuft. Wir sind jetzt gerade vor Ort dabei, auch eine Austauschplattform zu installieren, damit Lehrkräfte sozusagen sich selber gegenseitig fortbilden können. Das funktioniert sehr gut, aber wie gesagt, insgesamt ein ungeheuer komplexer Prozess und es fehlt an klaren gesetzlichen Regelungen, an einer geregelten und auskömmlichen Finanzierung. Und es braucht natürlich Standards, das ist schon allein im Namen der Bildungsgerechtigkeit unbedingt geboten. Vielen Dank, Dagmar. Ich habe inzwischen versucht, die Sabotage an meiner Leitung zu überbrücken und dann über das Smartphone wieder dabei zu sein. Das ist mir gelungen und konnte deswegen die Beiträge auch gut verfolgen. Ich will den Faden nochmal aufnehmen. Es ist gelungen, im Koalitionsvertrag auf der Bundesebene nochmal zu verankern, dass diese Verantwortung von Bundesseite wahrgenommen wird und dass es einen Digitalpakt geben muss, der neu aufgelegt wird, der auch mit dem Nachhaltigkeitsfaktor versehen sein muss, um all diese Fragen von Administration, Geräteerneuerung, einer kontinuierlichen Förderung dann auch wirklich zu berücksichtigen. Und natürlich ist der letzte Punkt, den du ausführlich beschrieben hast, die Frage der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und was passiert eigentlich in der unterschiedlichen kommunalen Finanzausstattung der Kommunen, ein ganz wesentlicher Punkt. Und das muss gewährleistet sein. Es darf nicht davon abhängen, wo ich wohne, ob ich eine gute digitale Bildung in der digitalen Welt erhalte, ob mir die Teilhabemöglichkeiten gegeben sind, ja oder nein. Und das fängt in der Tat auch manchmal schon bei den elektrischen Leitungen an, die nicht ausreichen oder die Infrastruktur nicht auf die notwendige Digitalität vorbereitet ist. Ich will aber gerne Richard Hein nochmal fragen zu dieser Frage, müssen es denn Geräte sein, die von einem großen Obstplantagenhersteller offensichtlich mitvertrieben werden? Was sind denn da die Standards, die tatsächlich notwendig sind? Und wie legt man sowas an, um Nachhaltigkeit dann auch wirklich hinzukriegen? Weil die Frage, wie lange so ein Gerätezyklus standhält, wie sieht es mit dem Betriebssystem aus, da ist ja vieles zu berücksichtigen. So, ja, das ist eine spannende Frage und ich finde es in einer in einer Lernphase für Schulen manchmal auch hilfreich tatsächlich, wenn alle das gleiche Gerät haben. Das ist extrem hilfreich an manchen Stellen. Wir haben das aber in der Vergangenheit gesehen, als es so einzelne Laptop-Klassen gab, die dann meistens eben nicht vom Apfelhändler waren,
sondern auf Microsoft liefen und von unterschiedlichsten Geräten waren, Herstellern waren. Da hat man im einen Jahr das eine Gerät angeschafft, das war im nächsten Jahr schon nicht mehr auf dem Markt, da kam das andere, dann bleibt ein Kind, wechselt die Klasse, weil es nochmal wiederholt, ist dann in einer anderen Klasse, die haben sogar ein anderes Betriebssystem. Das sind Sachen, da können Schulen reinwachsen. Aber das ist wirklich ein Reinwachsen und deshalb sollen wir diese Chance der einheitlichen Ausstattung, die wir im Moment erleben, durchaus nutzen, um eben wirklich Unterricht zu entwickeln, perspektivisch. Kann man sich da auch eine größere Vielfalt vorstellen? Das hat natürlich Auswirkungen auf Support und auf Einbindung und eventuell auch auf Softwareausstattung, denn zu der Lernmittelfreiheit gehört ja auch eben, dass man tut immer so, als ob Logineo quasi die Lernsoftware wäre, mit der alles geht. Aber wir haben ja eine Vielfalt von Plattformen, die klugerweise in Schule und im Lernen genutzt werden. Und wir erleben im Moment auch, dass mehr und mehr dieser Plattformen und Systeme im Abo-Modell zu haben sind. Das heißt, auch da entstehen laufende Kosten. Und wenn ich die tatsächlich dann eben auch über die Lernmittelfreiheit abbilden will, brauche ich Systeme, über die ich das zentral auch administrieren kann. So, also von daher, aus pädagogischer Sicht kann man da eine größere Vielfalt zulassen. Aus administrativer Sicht für die Kommunen macht eine gewisse Standardisierung und Einheitlichkeit Sinn. Allerdings ist es in anderen Ländern überhaupt nicht so, dass es da dieses, du hast es jetzt Apfelhändler, Obsthändler genannt, dass das so ein Übergewicht hat. Also das ist nicht zwangsläufig so. Es macht schon Sinn, sich zu verständigen. Und ich glaube, das sind dann auch so Sachen, die, glaube ich, wichtig sind. Wir haben immer gesagt, da müssen Administratoren hin. Ich glaube, was wir brauchen, der Landkreis Gütersloh macht das schön vor mit einem Projekt. In Duisburg versuchen wir das zu implementieren. Wir brauchen eine andere Zusammenarbeit zwischen den verantwortlichen inneren und äußeren Schulangelegenheiten. Früher konnte eine Kommune hingehen und sagen, ich baue da ein Gebäude hin zu Kaiser-Wilhelms-Zeiten und ob das eine Kaserne, ein Krankenhaus oder eine Schule wird, das gucken wir dann. Da sind wir längst von weg, aber auch, dass ein Klassenzimmer heute ausgestattet wird und dann für viele Jahre hält, das ist nicht mehr so. Diese Ausstattung muss eigentlich kontinuierlich erneuert werden und da brauchen wir einfach auch eine andere und engere Zusammenarbeit zwischen den Partnern, die wir da haben. Ich möchte noch einen Satz zum Thema Fortbildung sagen, wenn ich darf. Wir haben gerade von der Landesregierung eine große Ausschreibung erlebt, die jetzt so tut, als ob man in einem Hauruck-Verfahren bis Ende des Jahres alle Lehrerinnen und Lehrer und die Moderatoren und Schulleitungen fortbilden kann, indem man die in irgendwelche Seminare einmal reinsteckt, so nach dem Motto, wir machen jetzt, weiß ich nicht, ist ein bisschen mehr als ein Wochenende, aber mehr auch nicht. Und dann können die das. Was wir brauchen, sind Fortbildungsstrukturen, die, Dagmar Becker hat es angesprochen, die dazu, die so funktionieren, dass Kolleginnen und Kollegen sich permanent und gegenseitig weiter fortbilden können. Die Idee, dass man irgendwo in einem Landesinstitut etwas entwickelt und das dann wasserfallartig in Schulen reinregnen lässt und dann machen die Lehrer das schon, bildet weder die Arbeitswelt noch die technische Entwicklung da draußen noch das ab, was wir heute eigentlich in Schule brauchen. Und das geht weit über das Digitale hinaus, sondern hat ganz viel mit dem Grundverständnis dafür zu tun, wie ein für heutige Zeit adäquater Unterricht aussieht. Es hat eben viel weniger mit Unterricht und viel mehr mit Lernen zu tun. Vielen Dank. Dagmar Becker hat darauf reagiert und dann Anke Starr auch, denn das hat ja in der Tat Folgen. Ich will vielleicht noch auf eine Frage eingehen, die Hannes Schröder auch gestellt hat. Ja, es gibt auch schon einzelne Gerichte, die zum Beispiel dann genehmigt haben, beziehungsweise Familien im Leistungsbezug Recht gegeben haben, dass das über die Frage von Mehrbedarfen ein Gerät gestellt wird in der Höhe bis zu 150 Euro. So, und dann sind wir dann in den nächsten Fragen, wie different dann Ausstattung sein kann und was wem zugebilligt wird. Aber ich gebe jetzt mal an zunächst an Dagmar Becker und dann an Anke Starr. Ich wollte das Gesagte nochmal eben bekräftigen. Also es muss nicht immer bei dem einen Gerätetyp bleiben, aber wir müssen, das ist, glaube ich, doch sehr deutlich geworden, wir müssen jetzt erstmal Grund reinkriegen.
Und es muss überhaupt mal die Möglichkeit entstehen, vernünftig digital zu lehren und zu lernen. Und da braucht es erstmal eine Grundlage. Die wird sich permanent weiterentwickeln. Wir wissen doch, wie schnelllebig das digitale Zeitalter ist. So, und ich sage das mit den iPads auch nur, weil wir haben uns da beraten. Ich treffe keine Entscheidung am grünen Tisch. Ich setze mich zusammen mit den Schulen, mit den Digitalisierungsexperten, mit den Lehrkräften, die schon unterrichten. Und so fangen wir einfach mal an. Wenn man nicht einfach mal anfängt, wird man angesichts der Komplexität völlig irre. Und von daher bin ich froh, dass wir schon relativ weit sind. Und wir brauchen erstmal Grundlagen, die zu schaffen sind. Ich sage noch mal ein Stichwort, Lizenzen. Da macht sich auch erstmal keiner Gedanken zu. Das ist ein total komplexes Thema. Und wenn ich das Ganze noch halbwegs bezahlbar halten will, dann muss ich vor Ort gucken, welche Lizenz schaffen wir als Schulträger an und welche Lizenz braucht die einzelne Schule. So, und das braucht viele Abstimmungsprozesse in der Schule, in der Stadt. Und ich finde das wichtig, dass man sich da kommunal gut abstimmt, damit, wie gesagt, wenn es Schulwechsel gibt, wenn Geschwister auf unterschiedlichen Schulen sind, die Eltern werden doch kürre, wie jetzt zu Corona-Zeiten, wenn sie jeweils mit unterschiedlichen Systemen dann auch noch zurechtkommen müssen. Dass nicht immer alles auf Ewigkeit so bleiben muss, ist doch klar. Und vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel von vor Ort, was auch noch mal deutlich macht, wie wichtig die Unterstützung in Schulen ist. Wir haben ausgestattet nach sozialen Kriterien. So, das heißt, dass eine Grundschule, die auch wirklich hohe Bedarfe hatte, ist gut ausgestattet worden. Auch für die Kinder. Die Schule wollte uns irgendwann die Geräte zurückgeben, weil sie gesagt haben, wir schaffen es nicht. Wir brauchen Unterstützung vor Ort. Und das können wir als Schulträger, der unter Haushaltssicherung steht, ja auch nicht mehr schaffen. Ich kann ja nicht alleine in der Verwaltung die Ausstattung zu bekommen, die Personalausstattung, um diesen ganzen Prozess ins Laufen zu kriegen, war schon ein Kunststück. Aber an den Schulen muss es natürlich, so wie die Verteilung im Moment noch ist, tatsächlich über das Land erfolgen. Das ist unglaublich schwierig, weil ja sowieso Fachkräfte fehlen. Aber auch das ist ein dickes Brett, was wir gemeinsam bohren müssen. Bitte schön, Anke. Ach, danke, Sigrid. Ja, Frau Becker, tatsächlich habe ich den Kopf geschüttelt. Weil es Eltern aus Elternfinanzierung, aus Elternbeteiligungsfinanzierung, also sprich, wie wir das bei Lernmitteln haben, so dass wir sagen, wir haben da irgendwo einen kleinen Eigeneinteil zu leisten, bin ich durchaus d'accord. Wenn das entsprechend auch nochmal geguckt wird, dass wir nicht nur, ich muss gar nichts und darüber hinaus müssen alle das Gleiche. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal über eine Differenzierung sprechen. Das sehen wir auch so, dass weil wir haben immer gemeinschaftlich eben uns beteiligt über diese Beteiligungsstruktur und ich finde, das kann auch zukünftig so bleiben und soll auch zukünftig so bleiben, aber es geht nicht aus Elterntasche, Punkt. Also da muss ich ganz klar widersprechen, geht gar nicht und es ist auch schon für mich, Sie sagen, Sie sprechen mit den, da ist glaube ich eine Rückkopplung gerade irgendwo drin, Sie sprechen mit den Lehrern vor Ort. Ja, warum nicht mit den Eltern gleich? Also ich finde, bei der Gesamtentwicklung von Digitalisierung müssen wir als Gesellschaft zusammenreden und wir müssen als Gesellschaft vor Ort, ob in der Kommune oder überhaupt, die Partner, die wir dabei brauchen und auch gerne die Schülervertreter damit reinnehmen, weil ich glaube, auch Systemwechsel ist nicht das große Problem, weil das Systemwechsel werden die Schüler im Laufe ihres Lebens so häufig in der Arbeitswelt erleben und mitmachen und sich anpassen müssen und fortlaufend ihr Leben lang lernen, damit sie eben auch in der Arbeitswelt tatsächlich hinterher bestehen können. Also von daher muss, glaube ich, haben wir da bei der jungen Generation manchmal gar keine Bauchschmerzen, dass die nicht mit unterschiedlichen Systemen zurechtkommen kann oder sich dann entsprechend darauf einstellen kann. Und der Wechsel wird zwangsläufig so sein. Wir wissen, dass die Lebensdauer von Geräten derzeit leider nicht unendlich ist, sondern tatsächlich schneller endlich, als manche sich das wünschen. Und dass wir nach 4 Jahren da schon eine Überholung locker haben. Also auch da von einem auf den nächsten Schulwechsel, wenn
dann eine entsprechende Unterstützung stattfindet. Aber was ich gar nicht so richtig verstehen kann, auch gerade was das Thema dass so viel diskutiert wird, ob das jetzt Apple ist oder sonstiges und dass das von den Schulen vor Ort dieser Support braucht. Es gibt ja große Beispiele von anderen staatlichen Arbeitgeber, die wir haben, die zum Beispiel über diese Anbieter mit einem BWI, wo es diesen Zusammenschluss gibt zwischen Siemens und einer IBM, die Geräte grundsätzlich immer wieder ausrollen, einsammeln, als Leihgeräte zur Verfügung stellen, Supporte damit geben und quasi dann garantiert ist für diese Arbeitnehmer, die es dann auch in großer Stückzahl gibt, dass eigentlich laufend immer wieder das Gerät zur Verfügung gestellt wird, unabhängig davon, ob es defekt ist, ob da gerade Support-Schwierigkeiten sind und. Also da denke ich mir manchmal, warum lernen wir eigentlich nicht und gucken und versuchen, alles nochmal neu zu erfinden, obwohl es in ganz wesentlichen großen Unternehmen schon gute Sachen gibt. Also wir nutzen das, was schon in anderen Bereichen, gerade im Wirtschaftsbereich entwickelt worden ist, nicht wirklich gut. Das erleben wir auch schon mit dem Blick auf die Universitäten. Können wir da also einen Quantensprung sehen, inwieweit die schon nach vorne gekommen sind? Und da finde ich, da könnten wir auch durchaus gut die Diskussion an diesem Bereich nicht nur auf Schule zu fokussieren, sondern tatsächlich auf Gesellschaft zu leben und auch von den anderen mitzulernen und dann vielleicht auch in der Schule schneller voranzukommen, sodass wir gar nicht in die von Ihnen durchaus berechtigten beschriebenen Sorgen kommen, Frau Becker. Ich bin da ganz d'accord, weil es darf nicht von der Liquidität einer Kommune abhängig bleiben, aber es darf auch nicht von der Liquidität eines Elternhauses abhängig bleiben und vielleicht sogar noch nicht mal von der Liquidität eines Landes, sondern wenn wir unsere Kinder als der Goldreserve betrachten, die wir haben, weil wir haben keine Bodenschätze in dem Sinne in Deutschland, dann darf uns das einfach nicht zu viel sein, eine chancengerechte Ausstattung, eine chancengerechte Teilhabe zu ermöglichen. Und die muss eben weg davon sein, dass ich immer wieder meine, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wir greifen seit Jahren immer tiefer in diese Elterntasche und machen Bildung immer mehr abhängig davon, was sich die einzelnen Eltern leisten können. Und wenn wir Anke, ich würde gerne Frau Becker die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren, weil sie hat ja auch sofort den Reflex gehabt und sagt so, ich glaube, da herrscht ein Missverständnis vor. Es geht nicht um das Verschieben auf die Eltern. Aber würde ich gerne Dagmar Becker, Pia Amelung und Richard Heim zu einer kurzen Replik die Möglichkeit geben. Und dann hat sich aber Hannes Schröder schon länger gemeldet und der darf sich dann gerne mit in die Diskussion einmischen. Bitte, Dagmar. Also natürlich geht es um Modelle, die auch für Eltern gut finanzierbar sind. Und natürlich geht es auch darum zu gucken, welche Art von sozialer Staffelung es geben muss. Eltern sind übrigens nicht gleich Eltern. Als wir diese Systeme eingeführt haben, da gab es Widerstand von Eltern, aber es gab große Unterstützung von der Stadtschulpflegschaft. Wir haben eine tolle Stadtschulpflegschaft in Solingen, mit der ich oft rede und gut zusammenarbeite, die das unterstützt hat. Also da haben auch Eltern sehr deutlich miteinander diskutiert und gerungen, was ich auch gut und richtig finde. Eltern sind ja überhaupt keine homogene Gruppe. Die einen haben sich gesträubt, die anderen haben es unterstützt und man hat gemeinsam dann auch einen guten, praktikablen Weg gefunden. So kann es ja nur gehen. Wir brauchen Support vor Ort. Die Schulen brauchen Hotlines. Es gibt, natürlich muss es für diesen sogenannten First-Level-Support, wenn es darum um ganz einfache Techniken geht, die haben ja auch viele schon drauf und handhaben die auch vor Ort. Die Lehrkräfte sagen uns auch, ich möchte bitte selber eine App aufspielen können, sonst wird das alles furchtbar kompliziert. Aber es gibt ziemlich schnell doch immer wieder technische Probleme und da braucht man eine Hotline, die brauchen wir doch auch alle in unseren Verwaltungen und Unternehmen. Und dafür muss man ein Modell finden. Und natürlich haben wir da auch eine Zusammenarbeit mit einem IT-Dienstleister, weil die Fachkräfte vor Ort findet man so ja gar nicht mehr. Und auch das muss ein praktikables System sein. Also, was vor Ort gemacht werden kann, aber wie man dann auch
die Unterstützung kriegen kann, die man braucht. Und mit einem guten, praktikablen Hotline-System, so wie wir es alle auch kennen. Pia Amelung, auch zur Replik auf die Beiträge. Ja, ich wollte gerne noch mal den Blick etwas weiten. Ich fasse mich ganz kurz. Also ja, es ist deutlich, es ist kompliziert, es besteht Handlungsbedarf, aber ich möchte tatsächlich noch mal den Blick etwas weiten. Und zwar wird Dänemark ja ganz oft noch mal als Beispiel auch vorgehalten, was so die Digitalisierung angeht, wie viele Geräte da in den Schulen sind, flächendeckendes WLAN etc. Das ist korrekt. Aber da wird auch noch, gibt es noch etwas anders. Und den Aspekt halte ich tatsächlich auch nochmal für wichtig. Denn diese einzelnen Ebenen, sage ich jetzt mal, und auf Deutschland bezogen, also Bund, Länder und Kommunen, die arbeiten dort offensichtlich auch mit einem, ja, mit einem stärkeren Vertrauen, mit einem wechselseitigen Vertrauen zusammen. Und zwar auch nochmal mit einem Blick, der nach vorne gerichtet ist. Also die Thematik Zukunft, wo wollen wir hin, wie wollen wir Schule gestalten. Und ich finde, das ist eben ein wesentlicher Aspekt. Und es kam auch noch mal in einer Frage im Chat, und ich habe es vorhin auch schon anklingen lassen. Wir müssen grundsätzlich in diesen Möglichkeiten Bund, Länder und Kommunen in ein anderes Miteinander kommen, in eine andere Kommunikation kommen. Und ja, wir kommen natürlich nicht umhin, eben diese Strukturen und gesetzliche Möglichkeiten in Frage stellen und die Möglichkeiten, wann immer eben Kooperation auch möglich ist, diese auch zu leben. Aber das wäre eben auch nochmal so ja, ein grundsätzlichen Gedanken, der für die Digitalisierung zentral ist, aber der sich im Prinzip komplett durch die Frage von Schule, wie wollen wir die Schulen, ja, wie wollen wir am Ende unsere Kinder und Jugendlichen auf das vorbereiten, was da kommt. Und das muss uns gelingen, und das hört eben an der Digitalisierung nicht auf, aber man sieht einfach, ja, mit was für einer Wucht das eben da auf uns prallt. Dankeschön. Richard, willst du auch noch ganz kurz einmal Stellung nehmen? Und dann würde ich bitten, Hannes Schröder zuzuschalten. Du bist noch gemutet. Ja, sorry. Ich fasse mich kurz. Erstens, weil du am Schluss nochmal gesagt hast, die 150 Euro Unterstützung für Bedürftige. Ich habe eben gesagt, es muss nicht immer der Apfel sein, aber wir müssen davon ausgehen, dass wir Geräte brauchen, die über mehrere Jahre einer extremen Belastung ausgesetzt sind. Wir gehen davon aus, dass die Kinder die permanent mit sich rumschleppen. So, und ganz einfache Aussage, so ein Gerät kriege ich nicht für 150 Euro. Wenn ich davon ausgehe, dass das 3, 4, 5 Jahre halten soll, dann brauche ich ein hochwertiges Gerät. Und ob das dann von dem einen oder dem anderen ist, ein hochwertiges Gerät hat seinen Preis. Das zum einen. Ganz kurz was zum Thema Unterstützung, die Schulen brauchen. Andreas Breiter hat vor einigen Jahren schon für die Bertelsmann-Stiftung eine kleine Studie gemacht. Da steht drin, dass man, und das ist, glaube ich, gut gerechnet, eigentlich eine Supportkraft pro 400 Geräte braucht. Ja, und dann brauche ich irgendwie keine Hotline mehr, die ich als Schule anrufe, sondern dann kann ich mal überlegen, wenn ich 1200 Schüler in einem Gymnasium oder in einer Gesamtschule habe, dann habe ich da eben auch 3 Techniker. Und wir haben 2011 ein Programm, ein Projekt angefangen, ein Neuregio-Projekt mit Schulen in den Niederlanden. Die hatten damals 900 Schüler, die eine Schule, 900 Schüler, 300 schulische Geräte, und dann kam Bringer und Device dazu. Und die hatten damals schon für diese Menschen 2 festangestellte Supportkräfte. Das war da völlig normal. Und noch wichtiger finde ich, dass das eben nicht irgendwelche Techniker sind, die bei irgendeinem Dienstleister sitzen, sondern die saßen in der Schule und haben auch pädagogisch mitgearbeitet, haben Schüler betreut, die dann zu Supportkräften ausgebildet worden sind. Also da ist ganz viel Musik drin. Und wir tun so, als ob man, also man muss sich ja auch mal so anschauen, woher ist unsere Denke da gekommen. Der Biologielehrer, der kümmert sich um die Sammlung. Völlig in Ordnung. Der Chemielehrer, der guckt hinten, dass irgendwie seine Chemikalien in Ordnung sind. Und früher hat der Informatiklehrer sich um den Informatikraum gekümmert.
auch völlig in Ordnung. Aber da haben wir davon gesprochen, dass in so einer Schule ein Informatikraum mit 15, 20 oder 30 Geräten ist. Alles kein Thema. Das finde ich in Ordnung. Da war die wunderbare historische Supportvereinbarung drauf zugeschnitten und das kann man machen. Heute geht das so eben nicht mehr, sondern wir brauchen die Menschen, die da an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Technik arbeiten können. Und zu der Frage von Hans-Georg Schröder, deshalb freue ich mich, wenn er jetzt dazukommt, könnten nicht IT-Abteilungen des Landes lizenzfreie Softwarelösungen für Schulen entwickeln? Ich habe meine Zweifel, ob es gut ist, das von Ländern machen zu lassen. Wir brauchen da, glaube ich, etwas mehr Know-how und es macht auch Sinn, von einerseits von kleinen Startups und andererseits von großen Firmen zu profitieren, die das nicht nur für den Bildungsbereich machen. Ich kenne viele gute Beispiele, sowohl von großen Unternehmen als auch von kleinen Startups. Ich kenne wenig Beispiele, wo ich sage, da hat mal ein Land, und da kann ich durch die ganze Republik gucken, eine wirklich gute Lösung auf die Straße gebracht. Vielen Dank. Aber dann kann Hans-Georg Schröder das vielleicht selbst nochmal erläutern, warum oder welchen Gedanken er noch mitbringt. Bin ich schon freigeschaltet? Oder? Ja, bist du. Ah, okay, gut, weil ich das ja so gar nicht sehe. Ich wollte nochmal einmal auf den Paragraph 21 SGB II eingehen, also die Mehrbedarfe. Es ist, glaube ich, inzwischen seit, glaube ich, einem Jahr so, dass das Bundesarbeitsministerium das inzwischen möglich gemacht hat, dass da auch serienmäßig Anträge drauf gestellt werden können. Gerade im Distanzunterricht sollte das dann auch eben halt ermöglichen, dass halt eben Kinder aus Jobcenter Familien am Unterricht teilnehmen können. Sollte auch ausgeweitet werden auf Kinderzuschlag und Wohngeldempfänger. Das wurde dann allerdings in den Anträgen so gehandhabt, dass dort die Schulen bestätigen müssten, dass keine Leihgeräte zur Verfügung standen, die allerdings über den Digitalpakt teilweise zur Verfügung standen. In Bonn wurde das so gelöst, dass die Sozialdezernentin einen Brief geschrieben hat an die Schulen, dass das so dass sich dieser SGB II-Geschichte ein persönlicher Anspruch ist und dementsprechend die Schulen das nicht bestätigen müssten, weil die Schulen ja nur für den Distanzunterricht Leihgeräte ausgeben und nicht generell. Das war aber, im Jobcenter wird es teilweise etwas anders gesehen. Und es führt auch zu Ungerechtigkeiten, weil natürlich dann die Kinder, die im Jobcenter sind, ein Gerät vom Jobcenter gestellt bekommen. Aber Kinder von Familien mit, ich sage jetzt mal, kinderreiche Familien können sich das vielleicht aber auch nicht unbedingt leisten. Und ich finde, man müsste da jetzt über den Weg gehen eines bedingungslosen Kindergrundeinkommens oder sowas, das auf jeden Fall Leihgeräte bis 25 Jahre eigentlich zur Verfügung gestellt werden müssen, also bis Ende der Ausbildung, die ja im Regelfall bis 25 geht. Und da müsste meiner Meinung nach was dran getan werden im Bereich der Sozialpolitik. Inwieweit wir jetzt mit dem nächsten Instrument dann noch den zusätzlichen Strang aufmachen, ich glaube, was wir hier jetzt schon gemeinsam festgestellt haben, die Forderung 1:1 Ausstattung, und das muss in den Schulen vorhanden sein und es muss natürlich auch dann mit nach Hause genommen werden, und es ist nicht nur ein Instrument für den Distanzunterricht, sondern es ist ein wesentlicher Bestandteil normalen, guten Unterrichts, jetzt in einer Welt, die sich immer weiter digitalisiert. Es ist ein Medium, was angewendet werden muss, mit dem man umgehen können muss. Und deswegen ist das jetzt genau der wichtige Punkt. Und dass es nicht über verschiedene Instrumentenebenen dann gegeneinander geschoben wird. Und das passiert zum Beispiel in der Frage, wenn die einen Kinder dann auf den Sozialweg geschickt werden, auf der anderen Seite gibt es dann die Ausleihgeräte. Also ein gleiches Handling, und das dann zum Bestandteil von Unterricht wird und natürlich auch, wie soll man denn zu Hause arbeiten und auch entsprechende Aufgaben machen, die sich auch mit digitalen Medien, die so basiert sind, wenn ich das Ganze nur in der Schule machen kann. Also das auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Anregung und den Hinweis nochmal darauf, dass wir eine grundsätzliche Regelung brauchen und nicht alles nochmal segmentiert
werden muss. Ich würde gerne Eva-Maria Thums noch mal fragen, was braucht es eigentlich noch an zusätzlicher Ausstattung? Du hast gerade schon mal darauf hingewiesen, dass Kinder mit bestimmten Unterstützungsbedarfen bisher gar nicht gesehen werden. Und die brauchen ja vielleicht auch mehr als nur das jetzt das Tablet oder andere. Was gibt es da für einen Standard, was ist vorzuhalten? Und dass es da auch nicht zurückgespiegelt wird, jetzt auf persönliche Bedarfe. Und das kann man ja aus dem persönlichen Budget alles dann machen. Also was gehört denn da eigentlich dazu? Ja, ich glaube, sagen wir mal so, also ein Großteil der Kinder, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, bräuchten eigentlich keine andere Ausstattung. Es gibt dann gerade im Bereich der Sinnesbehinderung, aber auch der Körperbehinderung in schweren Fällen durchaus die Notwendigkeit von zusätzlichen Geräten. Aber das wäre ja auch eine Sache, die man über einen Pool regeln könnte. Und zum Beispiel beim Landschaftsverband Rheinland, der freut sich ja immer über neue Aufgaben. Das jetzt regelhaft für alle Schulen anzuschaffen, halte ich für schwierig, weil es dann ja auch so schnell veraltet ist und dann unter Umständen gar nicht gebraucht worden ist. Also ich fände es auch eine charmante Idee, das eben nicht aufs persönliche Budget abzuschieben. Solche Dinge, also wenn es zum Beispiel darum geht, es braucht jemand einen Bildschirm, ne? Einen großen Bildschirm, der und eine Programmstruktur, die ihm die Sachen eben gleich auch entsprechend vergrößert bei schweren Sehbehinderungen oder unter Umständen auch Sachen dann eben über Braillezeile rausgibt oder eben über, als App über Sprache ausgibt. Aber wie gesagt, es kommt so selten vor. Wir haben so wenig, also so einen kleinen Prozentsatz an blinden und schwerst sehbehinderten Menschen, dass das an jeder Schule vorzuhalten, da schmeißen wir die Sachen weg, weil sie eher veralten ist, dass sie gebraucht werden. Danke, genau das war mir jetzt nochmal wichtig zu gucken. Hat man dann einen Pool? Das kann besondere Tastaturen sein, das können Bildschirme sein, das können weitere Unterstützung sein, Software natürlich auch gegebenenfalls. Aber die Grundausstattung muss eben auch unabhängig vom Förderbedarf erst einmal mitgedacht werden für Kinder in allen Bereichen. Und das ist das Wichtige und dann kommt noch vielleicht ein Add-on dazu. Anke, bitte? Ja, und es muss eben auch mitgedacht werden. Und wie gesagt, da sehe ich wirklich bei der digitalen Bildung der gesamten Schülerinnenschaft auch die Notwendigkeit zu einem Haltungswechsel, den wir bisher schon beim gemeinsamen Lernen nicht überall hinkriegen und in den Förderschulen schon mal gar nicht. Dass wir tatsächlich sagen, jedes Kind soll lernen, sich in der digitalen Welt zu bewegen. Und es bewegt sich im Moment, wenn überhaupt, dann bei den Kindern, die eben zum Beispiel eine geistige Behinderung haben, oft so auf dem Level, da machen wir mal ein Lernspiel. Aber das ist nicht das, was die Kinder wirklich dann später im Leben brauchen und was ehrlich gesagt die meisten von denen auch lernen könnten, wenn man sich dem einfach mal widmen würde. Und das ist tatsächlich, brauchen wir eben auch bei der Digitalisierung im Zusammenhang mit Inklusion beziehungsweise einfach mal im Zusammenhang mit dem Recht auf Bildung für jedes Kind eine Haltungsänderung. Und ich meine, ich bin jetzt 15 Jahre dabei in der Umlaufbahn der Schulpolitik und habe den Eindruck, es gibt nichts Schwierigeres als Haltungsänderungen. Mit Sicherheit. Da haben die Bildungswissenschaft ja auch was dazu zu sagen. Aber ich will die Anmerkung von Sibylle Hausmann, die ja auch Beigeordnete im Kreis Düren ist, nochmal mit reingeben und in die Runde vielleicht dazu nochmal Meinung auch abfragen oder eine Reaktion darauf. Sie sagt, also eigentlich läuft ja alles darauf hinaus, dass es zu einem Leasing-System kommt. Dann haben wir revolvierende Möglichkeiten unter Einbeziehung aller Budgets, auch der Lernmittelfreiheit. Das wäre dann ja genau der Punkt. Anke, wie siehst du das? Ja, ich würde gerne noch mal ganz kurz bei Eva da anknüpfen, weil ich finde, das ist enorm wichtig, weil es hat ja auch was mit einer Nachteilsausgleich zu tun. Ja? Dass an den Universitäten zum Beispiel erleben wir, dass Schülerinnen dann eben entsprechende Programme haben, die ihnen schon frühzeitig helfen könnten, eben ihr Defizit, was sie haben, auszugleichen. Ne? Da sind wir natürlich auch beim Bereich Lernen noch mal ganz intensiv, diese Programmabpassung etc. Also das muss alles schon mitgedacht werden und ich würde auch noch mal gerne mit einbringen, was ich gerade gesagt hatte, vielleicht nur so beiläufig. Es ist ja nicht mit dieser Ausstattung alleine getan, wenn wir die Gesundheitsfrage im Blick nehmen. Und da müssen wir wahrscheinlich auch dann irgendwann anfangen, darüber nachzudenken, sind die ganzen Strukturen, die wir haben, Tische, Sitzhöhe, Stühle etc. noch eben dafür tauglich für einen digitalen Arbeitsplatz in der Schule? Muss ich da nicht auch im Raum denken, was verändern? Wir hatten das vorhin schon einmal kurz mal die Steckdose am
Tisch direkt? Ne? Ist das ein Kabelgedöns oder müssen wir Räume verändern, sodass das eben auch machbar ist? Ist es dann nur die sitzende Tätigkeit, die Schüler da haben müssen? Brauchen wir da nicht Ausgleichssituationen, die wir schaffen? Also das sind ja alles so Sachen, die haben wir überhaupt noch nicht gesprochen, wenn wir darüber sprechen, dass wir Schule als Lebens- und Lernort entwickeln müssen, sodass also Kind in der Gesamtgesundheit sieht, sind das Dinge, die müssen wir genauso mit diskutieren und die sind genauso wichtig und die sind gerade in dem Bereich Inklusion wichtig, dass wir nämlich da ganz dolle gucken, da gibt es so viele unterschiedliche Sachen, bin ich auch bei Eva, muss man nicht alles einzeln vorhalten, kann Pools da schaffen und jetzt habe ich deine letzte Frage vergessen. Wiederhole ich, würde nur gerade eben sagen, ich würde eher lieber davon wegkommen, dass wir feste Tischformationen haben, an denen dann auch noch der Stecker ist. Also das haben wir ja im Augenblick. Wir haben zum Teil in den Klassen Formationen, die erinnern mich ans 19. Jahrhundert. Ja? Alle schön hintereinander und am Pult, weil sich keiner bewegen darf und sich nicht begegnen. Also auch da anders lernen heißt mobil sein, auch mit dem digitalen Gerät in die Welt gehen, das erkunden und hinnehmen zu können. Aber natürlich, du hast recht, Infrastruktur und was in den Räumen passieren muss und dass man nicht nur mit dem Gerät unterwegs ist, dann hat man auch viele gesundheitliche Fragen dann nochmal anders mit im Griff. Meine Frage war nochmal Leasingmodelle. Ist es das? Ist das im Prinzip der Königsweg, der jetzt für die nächste Phase alles in den Griff kriegt. Insofern das nicht in Vertragsstruktur mit den Eltern geschlossen wird, sondern das muss eine Vertragsstruktur sein, die entweder Kommunen oder Land oder wer auch immer führt, sodass letztendlich der Schüler eigentlich nur derjenige ist, der wie so ein Arbeitnehmer irgendwo in einer Behörde dieses Gerät zur Verfügung gestellt bekommt und wenn es defekt ist, dann gebe ich es ab und kriege ein anderes. Und natürlich müssen wir dahin rücken. Wir müssen dahin rücken, dass es eben die Selbstverständlichkeit ist, dass es ein Arbeitsmittel als Arbeitsmittel wie bei den Lehrkräften verstanden wird und auch als Arbeitsmittel eben genutzt werden kann. Also das schon, aber nicht im Leasingvertrag, in dem ich sage, du als Elternteil kommst immer noch nicht aus diesem Haftungsproblem raus. Also es muss so gestaltet sein, dass ich den Schüler im Blick habe dabei und dass ich diesen Schüler ausstatte und nicht davon ausgegangen bin, ich bevorteile oder benachteilige jetzt hier irgendeine Familie, sondern ich will den Schüler gleich ausstatten, um Chancengleichheit eben auch gleich zu gestalten. Dann frage ich Dagmar Becker, die Kommune übernimmt die Leasingverträge. Wie sieht das dann aus? Also ich sehe, das kriegen wir überhaupt nicht hin, das kriegen wir auch rechtlich nicht hin. Wir müssen ja halt gucken, was im Moment geht. Und was wir machen, das sind schon so Art Leasingverträge, weil das Gerät gehört denn tatsächlich auch den Eltern oder dem Schüler und der Schülerin. Und es kann auch privat genutzt werden. Es ist doch weltfremd zu sagen, dass die Jugendliche das Gerät mit nach Hause nimmt und dann nicht auch privat nutzt. Das wird doch der Fall sein. So. Und es gibt von daher die Verträge, dass das Gerät natürlich ins Eigentum übergeht. Und dass dann die nächste Generation auch wieder neu die Geräte für sich anschafft. Diese Versicherungsfrage, die haben wir auch nicht endgültig klären können. Wir empfehlen entsprechende Versicherungen. Wenn wirklich was schief geht, dann finden wir individuelle Lösungen zurzeit. Das ist noch nicht wirklich gut geklärt. Das muss man noch klären. Aber wenn wir alle haftungsrechtlichen und sonstigen datenschutzrechtlichen Fragestellungen klären, bevor wir anfangen, fangen wir nie an. Und wir müssen einfach loslegen und Dinge auch ausprobieren und weiterentwickeln. Sonst kommen wir nicht weiter. Und was mir noch eingefallen ist, was es braucht, egal an welchen Schulformen und für welche Schülerinnen wir brauchen, das ist, finde ich, mit Corona so aufgefallen. Da wurden wir ja so ins kalte Wasser geworfen. Und ein Problem war ja auch, wir haben ja gesagt, Sigrid, es braucht auch Wechselunterricht, es braucht Distanzunterricht. Aber sowohl die Lehrkräfte als auch die Schülerinnen waren ja noch gar nicht richtig vorbereitet. Und wir brauchen gerade für diejenigen, die mehr Unterstützung brauchen, brauchen wir auch andere Systeme und brauchen wir auch Räume an Schulen, wo sie auch bleiben können. Also wir sind ja sowieso auf dem Weg vom Lernort zum Lebensort. Dass Klassen flexibel ausgestaltet und möbliert werden müssen, ist doch längst klar. So. Und wir brauchen auch Räume, in denen Kinder sich wohlfühlen und für
in denen diejenigen, die zu Hause eben nicht so viel Unterstützung erfahren können, diese Unterstützung noch bekommen. Und dafür braucht es auch wiederum gute pädagogische Konzepte. Vielen Dank. Und Pia Amelung, es gab gerade eine Anmerkung im Chat noch. Münster hat das anders geregelt. Die Schulen entscheiden das. Jedes Kind hat ein Gerät. Wie sieht das mit den Leasing-Modellen aus? Frage auch noch mal jetzt an die Städteter-Vertreterin. Ist das jetzt im Augenblick erst einmal der nächste Schritt, wo wir hinkommen müssen, um wirklich in der Fläche was zu bewegen? Also man muss einerseits auch noch mal sagen, und ich meine, das war in diesem ersten Sonderprogramm auch zur Ausstattung der Schülerinnen und Schüler, dass Leasingmodelle gar nicht zugelassen waren an der Stelle. Und was es eben grundsätzlich braucht, ist eben eine entsprechende Flexibilität vor Ort, Dinge auch ausprobieren zu können. Der Vorteil für Leasingmodelle ist der, dass man hinterher auch Geräte wieder zurückgeben kann in den Kreislauf, auch nochmals durch mögliche Verträge mit Herstellern und darüber auch nochmals quasi ein Stück weit diese Kosten zu reduzieren, die ja auch eine Rolle spielen, aber da eben auch nochmal mit Blick auf die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Zu kommen. Also ja, wir brauchen da Flexibilität in diesen Rahmenbedingungen, in den Richtlinien. Das spiegelt sich auch wieder, das vielleicht noch als ein Hinweis, das Land NRW hat eben auch nochmal das Schulministerium jetzt Ende letzten Jahres oder im Herbst nochmal ein zusätzliches Ausstattungsprogramm in Höhe von 184 Millionen auf den Weg gebracht. Das sind zwei unterschiedliche Förderstränge, Förderrichtlinien. Und da werden Geräte auch bedarfsorientiert, aber schulgebunden ausgegeben. Und das führt zu der Situation, da wo wir schon über diesen über das erste Programm, das Zusatzprogramm des Digitalpakts Geräte einzeln vergeben haben, dass Kommunen jetzt auch Gefahr laufen, quasi in eine Doppelförderung zu gehen. Und wenn man es ganz genau nimmt, Geräte zurücknehmen müssten, wo sie einzeln bei einzelnen bedürftigen Kindern in Schulen sind, um dann eine Schule neu auszustatten. Das ist absurd. Also ich kann es nicht anders sagen. Und wenn wir nicht von solchen Absurditäten wegkommen und nicht hin zu mehr Flexibilität, eben Möglichkeiten auch nochmal Dinge auszuprobieren, zu sagen, so eben, wo sind die Möglichkeiten, Leasing eben gut zu nutzen, etc., dann werden wir einfach auf der Zeitschiene unfassbare Verzögerungen erleben und entsprechend Unmut. Von daher wäre das nochmal so mein Plädoyer für flexible Lösungen, gute Kooperation eben zwischen den Ebenen und natürlich ein ganz nahes Ohr an die Schülerinnen und Schüler, wie die Bedarfe sind in den Schulen, da voranzuschreiten. Ja, vielen Dank auch nochmal für den Hinweis auf diese komplizierten Förderbedingungen, die dann auch wirklich ins Absurdistan zum Teil führen und neue Probleme schaffen. Und dann würde ich jetzt Anke Starr und Richard Hein bitten, zum Schluss nochmal zu kommentieren. Und mit Blick auf die Uhr sind wir dann ja auch in unserem Zeitbudget fast am Ende angekommen. Liebe Anke. Ja, also ich glaube, Digitalisierung ist tatsächlich ein großes Brett, was wir nur gesamtgesellschaftlich lösen und auch gesamtgesellschaftlich Strukturen finden müssen. Uns ist ganz wichtig, wir können dieses nach vorne kommen, nicht von der Liquidität der Familien und auch nicht von der Liquidität der Kommunen abhängig machen, sondern wir brauchen das ganz dringlich, eine gesetzliche Verankerung, wie wir natürlich eine Refinanzierung und eine langfristige Finanzierung sichern können. Und das muss einfach jetzt ganz schnell geregelt werden, sodass da Verlässlichkeit und eine wirkliche Chancengleichheit auch sich entwickeln kann. Und mit all dem, was wir dazu angesprochen haben, was wir davor auch gesagt haben, das ist uns ganz wichtig. Deswegen ist uns auch diese Aufnahme, was ich ganz am Anfang sagte, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was benötigen heute Schulen wirklich? Und was muss nicht dann noch Kopiergeld hier, Lernmittel dort und ich weiß nicht noch, was alles angeschafft werden, sondern zu schauen, was brauchen Schule heute, um eine gute Bildung mit den Kindern zukunftsorientiert eben entwickeln zu können.
Vielen Dank. Richard, Riesenfass, was sich da auftut, um erst einmal sicherzustellen, dass gleiche Lebensverhältnisse, gleiche Bildungsverhältnisse da sind. Da ist noch sehr viel zu tun. Es reicht nicht nur Geld ins System zu gehen, sondern es ist auch die Frage, wie gesteuert wird und wie das Ganze entsprechend aufgesetzt wird. Wir haben heute noch gar nicht von hybridem Unterricht gesprochen und all den Dingen, die eigentlich noch anzugehen sind. Dein Resümee, dein Impuls, was sollten wir unbedingt noch mitnehmen aus der Diskussion? Genau, ich wäre gerade auf das hybride Lernen noch gekommen. Wir haben in Corona ganz, ganz viel gemacht, weil wir es mussten, weil wir in einer Notsituation waren. Wenn wir aber genau hingucken, kommen wir auf einmal dahin, dass wir sehen, es haben sich da Szenarien entwickelt, die eigentlich bei der Entwicklung eines zukunftsweisenden Unterrichts ganz wunderbar wären. Wir begleiten gerade in Berlin von der Senatsverwaltung aufgesetzten Programm, das heißt hybrides Lernen, wo wir mit 18 Schulen genau das tun, nämlich hingehen und sagen, was können wir aus Corona lernen und wie können wir das dauerhaft lernwirksam machen? Und da geht es dann eben darum, und dann bin ich wieder, warum ich eine 1:1 Ausstattung brauche, darum, dass Schüler eben nicht dauerhaft im Klassenraum anwesend sein müssen, sondern eben sich auch frei in der Schule, in der Stadt oder zu Hause bewegen. Das muss man auch alles absichern. Das ist eine hochkomplexe Sache, kann man aber machen. Und dadurch komme ich zu ganz anderen Lernszenarien, die viel mehr Selbstständigkeit ermöglichen, aber eben auch, um den Kontakt herzustellen, eine Ausstattung brauchen. Das ist das eine. Ich möchte noch ganz kurz was sagen zu dem Thema Leasing. Ich glaube tatsächlich, dass das in einer idealen Welt schön wäre, wenn das alles vom Staat käme. Ich bin mir sehr sicher, dass wir es nicht alleine auf den Elternschultern und auch nicht auf den Kommunen lassen können, weil es kann nicht sein, dass in, weiß ich nicht, Langenfeld und Monheim die Kinder wunderbar ausgestattet sind, in Duisburg aber nicht. Das kann so nicht sein. Und beim Leasing, also das Leasing mit der Elternbeteiligung, so wie es jetzt in vielen Kommunen gemacht wird, ich glaube, das ist eine gute Übergangstechnologie. Wenn wir aber im Blick behalten, dass wir die Kinder, die eben sich das nicht leisten können, auch entsprechend unterstützt werden. Und das sind ganz oft eben nicht nur die, die wir sowieso auf dem Schirm haben, weil die sowieso eben viel Unterstützung bekommen, sondern wenn es um solche Geräte geht, sind es gerade die Familien, die so knapp über den Grenzen sind und die dann vielleicht auch 2 oder 3 Kinder haben, die dann wirklich herausgefordert sind. Die muss man wirklich im Blick halten. Und einfach nur eine schöne Anekdote zum Schluss zum Thema Steckdosen und Tische. Wir müssen tatsächlich Schule ganz anders denken. Und ich war letztens in so einer Schule mit dem Schulträger und der wollte jetzt gerade gucken, wo er die Ausstattung macht und fragte dann im Raum stehend, wo ist denn hier vorne? Und die Schulleiterin antwortete, das ändert sich eigentlich permanent. Ja, und genau so zu denken, die Veränderungen, die notwendigen Veränderungen mitzudenken, und jetzt schon Schritte zu gehen. Dagmar Becker hat es auch nochmal in den Chat geschrieben. Wir können leider nicht darauf warten, bis das Paradies vorbereitet ist, sondern man muss jetzt handeln und Verlässlichkeit einfordern und natürlich auch herstellen. Da ist die Politik in der Verantwortung, ganz klar. Verlässlichkeit, Flexibilität, Finanzierung, nachhaltige Finanzierung, Nachhaltigkeitsmodelle und dann jetzt aber auch das Öffnen, damit es weitergehen kann mit dieser Zielperspektive, die ja auch nochmal benannt ist, entsprechend die Frage der Bildungsgerechtigkeit und der Teilhabe im Auge zu haben. Und natürlich geht das nur in der Vernetzung der Ebenen von Bund, Land und Kommunen bis hin in die einzelne Schule, aber auch in der Vernetzung aller Akteure. Deswegen haben wir heute die Elternvertreterin hier gehabt und die kommunale Ebene und wir hätten das natürlich gut noch durch Schulleitungen, engagierte Lehrkräfte ergänzen können und vor allen Dingen auch Schülerinnen und Schüler, die ja mit ihrer Expertise auch wahrgenommen werden sollten und vieles machen können im Bereich von Tutoring, alles, was da möglich ist und ganz anders mit einbezogen werden sollen. Vielen, vielen Dank für den spannenden Austausch. Das hat nochmal gezeigt, wie groß das Feld ist, das man beackern muss, was jetzt an gesetzlichen Regelungen zu treffen ist, dass wir vorankommen müssen in der
Frage der Verantwortung zwischen Land, Kommunen und Bund, dass diese Arbeitsteilung, die so überkommen ist und die sich an Beton und inneren Schulangelegenheiten bislang misst, so geht es nicht weiter. Und wir wollen alles dafür tun, damit Bewegung in die Sache kommt und die Schulen und vor allen Dingen die Kinder die Ausrüstung bekommen, die sie brauchen, um in dieser Welt Kompetenzen zu entwickeln, die sie auch brauchen. Und natürlich geht es dann nicht nur darum, auf eine Kachel zu schauen, so wie wir das heute gemacht haben, sondern auch in der Natur unterwegs zu sein und das Lernen vielfältig passieren zu lassen. Ganz, ganz herzlichen Dank für alle spannenden Beiträge. Das wird in Kürze, wird das Webinar auch wieder abzurufen sein und nochmal nachzuhören sein. Vielen Dank, bleiben Sie gesund, einen schönen Abend noch. Danke vor allen Dingen an die Referentin für die Teilnahme. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss.